Hallo ihr Hobbydetektive da draußen, ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem YouTube-Kanal und auch auf der Website Gameplay Gamers. Heute geht es endlich mal wieder um Detektiv Conan. Nachdem ich die vierte Serienbox, ich schätze mal vor ungefähr einem Jahr, mal ausgepackt habe für euch, möchte ich das heute mal mit der fünften Volume machen und ich habe auch vor, demnächst auch die weiteren Volumes zu zeigen, kann das allerdings aufgrund meiner aktuellen zeitlichen Kapazitäten noch nicht so versprechen. Aber fangen wir doch einfach mal an. Jedenfalls, hier seht ihr die fünfte Volume von Detektiv Conan, wie da oben am Fadenkreuz mit der 5 darin zu sehen ist. Gepublished wird die Serie in Deutschland von KZ Anime und die Box enthält die Episoden, hier kann man es gut erkennen, 130 bis 155 und es handelt sich dabei um die TV-Serie, also nicht um die Filme von Conan. Und enthalten sind 5 DVDs, wie man das hier unten unter dem Logo von Detektiv Conan erkennen kann. Ja, und auf dem Cover haben wir dann gleich zwei Charaktere. Einmal natürlich Conan hier im Hintergrund und dann ganz prominent hier vorne drauf eine neue Figur, die in dieser Serienbox eingeführt wurde. Und zwar Haibara Ai. Also, Ai... Ich möchte da gar nicht so viel verraten, wer sie eigentlich ist, aber sie trägt oder sie hat schon eine tragende Rolle in dieser Serie jetzt bekommen und taucht dementsprechend auch sehr viel auf, hat sehr viel Screentime, aber dazu sage ich euch gleich vielleicht noch etwas. Ja, so sieht die Box von der Seite aus, also hier oben mal wieder das KZ Anime Logo, darunter haben wir dann ein Artwork von Mitsuhiko. Darunter dann das Detektiv Conan Logo, hier wieder die Angabe, dass die fünfte Volume ist, damit ihr die Boxen wirklich im Regal nebeneinander hinstellen könnt und die Angabe, dass 5 DVDs enthalten sind. Ja, jetzt halte ich euch auch natürlich wieder die Rückseite in die Kamera. Sollte man eigentlich ganz gut lesen können. Heute sind die, jetzt wird es ein bisschen unscharf, sehe ich gerade auf dem Display, aber eigentlich solltet ihr in einem guten Moment das natürlich auch stoppen können, um das durchzulesen. Ja, was haben wir hier auf der Rückseite? Verschiedene Abbildungen aus der Serie, also ein paar Screenshots wurden hier gemacht, Bildschirmaufnahmen und hier zeigen dann verschiedene Charaktere, wie zum Beispiel hier Professor Agassa oder hier unten Kaito Kid, der in einer Folge tatsächlich auftritt, ist auf jeden Fall für alle was dabei, wobei ich halt sagen muss, das sind Episoden 130 bis 155, also insgesamt 26 Episoden, die Detective Boys sehr, sehr prominent sind. Die kamen ja, glaube ich, in den letzten Volumes etwas so kurz, aber hier haben die fast in jeder Folge eine ganz große Bedeutung. War mir vielleicht so ein bisschen zu viel, ich bin ja so ein großer Fan von... Mori Kogoro, gekonnt ist halt gekonnt. Fand ich ein bisschen schade, dass ich da ein bisschen weniger hatte, aber trotzdem, ich meine, es kommen noch viele weitere Folgen und da werden wir sicherlich auch wieder deutlich mehr Kogoro-Time haben. Zu den technischen Spezifikationen, die Serie liegt hier nur auf Deutsch vor, es gibt also keine japanische Synchronisation auf den Datenträgern, was ich sehr schade finde. Laufzeit 650 Minuten, also könnt ihr euch ja dann gerne ausrechnen, ob das hinkommt. Bildformat 4:3, also die Folgen sind, glaube ich, von Ende der 90er. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, aus welchem Jahr die sind, aber es müssen 90er sein, denn der Zeitgeist ist in diesen Episoden dermaßen zu spüren. Dazu aber gleich noch was. Tonformat Dolby Digital 2.0 reicht vollkommen aus und Episodenguide gibt es in Form eines Booklets als Bonus. Ja, so sieht die Box von der Seite auch aus, also wie auf der anderen Seite, nur ohne dieses Karo-Muster. Zum Zeitgeist, was ich super interessant finde, es wird zum Beispiel gesagt, dass man halt, um online zu gehen, den Hörer neben das Telefon legen muss. Das kennen die Jüngeren von euch gar nicht mehr. Ihr wisst gar nicht mehr, was für ein Krach 56K-Modems gemacht haben damals. Ja, und das merkt man halt an super vielen Sachen, was hier drin so vorkommt. Ne? Also es ist fantastisch. Ja, hier dann nochmal ein Artwork von Ai. Und hier seht ihr dann nochmal genau das große Cover auf der Seite. Also das hat sich nichts geändert, außer dass hier unten das FSK 12 Logo ist. Aber ich meine, draußen habt ihr es nicht drauf. Und was man nur sagen muss, die Box, die ist wirklich sehr, sehr stabil. Also da habe ich schon wesentlich Schlimmeres gesehen. Aber da kann man wirklich sagen, bei diesen großen Serien wie Dragon Ball, Detective Conan, One Piece, da verarbeitet KZ diese Boxen wirklich fantastisch. Da kommt man gar nicht drum an das herum, als sie zu mögen.
Ja, wenn wir das eben aufklappen, dann haben wir hier dieses Karo-Muster, so keine Artworks. Das finde ich halt immer ein bisschen schade, aber sei es drum. Und dann haben wir hier auch direkt die 5 Datenträger zu sehen. Auf jedem Datenträger dann ein anderes Motiv. Und wie immer sage ich hierbei, dass mir die Motive auf den DVDs wirklich sehr gut gefallen, da sie wirklich Szenen und Einstellungen eben aus den Episoden, die dann jeweils auf den Datenträgern eben drauf sind, darstellen. Die sind halt nicht so karg, wie zum Beispiel jetzt bei Dragon Ball Super, finde ich unglaublich hässlich. Einfach nur so ein weißes Motiv mit Shenlong drauf und hier wirklich die ganzen Charaktere. Also hier zum Beispiel Conan mit Kogoro. Hier unten haben wir, na, erkennt ihr sie? Ich möchte nicht zu viel spoilern. Dahinter dann ein Bild von Shinichi, wie er da, oder wie Conan da gerade über die Brücke rennt, um nach ran zu rufen. Also sehr, sehr cool. Und hier unten haben wir dann auch nochmal Ai mit Ayumi. Also wieder sehr schön bedruckt und fühlt sich auch wirklich sehr hochwertig an. Schauen wir nochmal kurz in das Booklet. Hier ist dann wirklich nur der Episodenguide drin. Hier vorne drauf dann einfach mal wieder die Detective Boys, jetzt auch zu 5. Ich weiß gar nicht, ob sie zuvor auch schon zu 5 abgedruckt waren. Müsstet ihr nochmal meine Unboxing-Videos 1 bis 4 zu den Volumes 1 bis 4 natürlich schauen. Und hier drunter noch die Angabe Episodenguide mit der 5. darauf, dass es eben das 5. Booklet ist und immer da zugeordnet kann. Wenn wir es ausschlagen, haben wir hier ein Artwork von Kaito Kid. Ich wollte sagen, zur Kaito Kid Serie, da habe ich ja auch mal ein Unboxing-Video gemacht, meine ich. Die gefiel mir allerdings nicht so gut. Vielleicht würde ich die heute anders sehen, mal gucken. Aber ja, so habt ihr jetzt eben jedenfalls dann eben hier den Episodenguide zu allen Episoden, die hier drin enthalten sind. Die sind kurz und knapp, die spoilern auch, glaube ich, nicht so viel. Die geben quasi ein bisschen an, worauf ihr euch einstellen könnt. Ja, und hier unten haben wir dann noch ein sehr schönes Artwork von Ayumi, die gerade hier ein bisschen traurig und verzweifelt aussieht. Ist sie in einer Episode auch und ich glaube, es ist auch aus dieser Episode genommen. Bin mir da allerdings nicht so ganz sicher. Ja gut, und hier zuletzt, ich habe euch ja eben schon gesagt, bei der einen DVD, wo hier, die man hier hinten sehen kann, wo ihr dann eben Shinichi seht, wo Conan über die Brücke läuft. Das ist, glaube ich, genau diese Einstellung. Auch ein sehr schönes Artwork, wobei nicht ganz so schön präsentiert, wie es dann in der Serie aussieht. Ja, das soll es an dieser Stelle auch von diesem Unboxing-Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Episoden in dieser Box habt oder zu dieser Box an sich, dann stellt mir die sehr gerne in die Kommentare. Ich werde auch gucken, dass ich die so schnell wie möglich beantworte und würde dann gerne auch demnächst die 6., 7. und so weiter Volume von Detektiv Conan auspacken. Da hat sich jetzt doch einiges verzögert. Aber wie gesagt, es stehen auch noch andere Sachen bei mir auf dem Plan. Ich kann es euch also nicht versprechen. Als nächstes großes Projekt ist jedenfalls das Unboxing-Video von der 9. Volume von Fairy Tail. Ich glaube, es ist die 8. Volume. Auf jeden Fall die erste von der 2. Staffel. Da dürft ihr euch als nächstes drauf freuen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und auch ansonsten wird es demnächst auch ein paar Unboxing-Videos zu Spielen geben. Welche das sind, da möchte ich noch gar nicht so viel verraten, aber da wird was kommen. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!